Hallo Ladies, ich grüße Sie. Heute gibt es Tipp 3 von Barbaras Lexikon. Sie kennen es inzwischen schon, kurz und bündig eine Frage beantwortet. Heute geht es um die Frage, was braucht die Haut, um jung zu bleiben? Da habe ich aus ganz eigener Familienanschauung ein Beispiel, wo ich Ihnen sagen kann, was essentiell ist für die Haut, damit sie jung bleibt. Barbara F. Ja, und essentiell war jetzt bereits das erste Stichwort. Es geht um Aminosäuren, wobei der Begriff Aminosäuren inzwischen veraltet ist und man sagt Aminokarbonsäuren. Aber das Prinzip ist das gleiche und Aminosäuren, bleiben wir bei dem Begriff, sind unglaublich wichtig für die Haut und sind, man tut sich immer so schwer, weil viele Dinge oder mehrere Dinge meistens zusammenkommen. Das eine, das ist ganz, ganz selten. Auch der Bereich mit den Aminosäuren, der setzt sich aus mehreren Dingen zusammen. Nämlich, erstens mal gibt es essentielle und nicht essentielle Aminosäuren. Das heißt, die einen kann der Körper selbst herstellen und die anderen, die müssen definitiv zugeführt werden, sei es über Nahrung oder Nahrungsergänzung. Und es spielen natürlich schon der Begriff, der sich teilt in zugeführt, in Nahrung oder Nahrungsergänzung, das sind schon auch schon wieder zwei Felder. Also Sie sehen, so ganz einfach ist es nicht zu beantworten, aber es gibt auf jeden Fall es gibt insgesamt 21 und 8 davon kann der Körper einfach nicht selber herstellen und er braucht die zugeführt. Das heißt, Nahrung, als erstes mal primär Nahrung, wäre natürlich toll. Wir wissen aber in der Zwischenzeit, dass in der Nahrung, die Studien ergeben, dass da nicht mehr sehr viel drin ist und dass das in den letzten 10, 20 Jahren immer weniger geworden ist an wirklich gesunden Inhaltsstoffen, was alles noch eine Pflanze früher drin hatte. Ich will mich aber kurz fassen, ja. Und demzufolge muss man es einfach ergänzen. Und da gibt es mehrere Präparate. Manche Präparate, ich habe eins gefunden für Sie, das verlinke ich Ihnen unten. Das sehen Sie, ich zeige es Ihnen hier ganz kurz. Das hat 18 schon mal drin. Also das finde ich schon eine gute Nummer. Und ich habe eines gefunden von Doppelherz und es hat immerhin 12 drin. Bei den Aminosäuren muss man immer gucken, wie viel muss ich denn davon nehmen. Zum Beispiel von dem hier sind 2 am Tag okay. Und von dem anderen, das ich Ihnen verlinke, muss man 2x4 nehmen. Also da muss man dann gut umrechnen, was das für ein Packen sein muss, dass es sich dann auch dafür steht und dass man nicht in 14 Tagen gleich wieder leer dasteht. Ich wollte Ihnen ja noch sagen, was man zum Beispiel gut essen kann. Man kann Paranüsse essen, man kann Sesam essen, man kann grünes Blattgemüse essen, man kann Brokkoli essen. Da sind überall verschiedene Aminosäuren drin. Und jetzt sollte ich vielleicht doch noch sagen, was die Aminosäuren sind. Die Aminosäuren sind im Prinzip diese Bausteine, die Proteine, das sind die Eiweiße, die der Körper braucht, dass die im Körper gebildet werden können. Und im Gegensatz zu Kohlenhydraten oder Fetten wissen die Aminosäuren und die Proteine sozusagen, die dann dadurch entstehen oder die mit den Aminosäuren, das ist natürlich unheimlich ein komplexer und komplizierter Vorgang, dass das alles zusammen funktioniert, was die im Körper bewirken. Die machen die Haut, die machen die Haare, die machen die ganzen Organe, die Muskeln, das Skelett, alles dafür sind Aminosäuren zuständig. Kein Wunder, dass wir davon wirklich jede Menge brauchen. Ich möchte nur ganz kurz ein paar von diesen Aminosäuren erwähnen. Sie kennen bestimmt die Begriffe Arginin, Lysin, Methionin, was gibt's noch? Leucin, Lysin. Das sind alles diese Namen. Und was ganz, ganz wichtig ist für den älteren Körper, man hat festgestellt, dass bei Leucin schon nach wenigen Tagen, Wochen der Einnahme eine ganz deutliche Verbesserung der Haut zum Beispiel stattfindet. Also nur mal so als Anregung, vielleicht schaffen Sie sich da mal ein bisschen mehr rein und recherchieren auch in der Apotheke. Und ich kann Ihnen nur versprechen, es ist ein interessantes, weites Feld. Jetzt komme ich zurück auf den Anfang, wo ich gesagt habe, aus eigener Anschauung. Ich sehe im Moment in meiner Familie einen Fall, da ist ein Leben lang nicht drauf geguckt worden, was die Haut frisch und jung erhält. Und
jetzt im Alter ist die Quittung. Die Haut ist papierdünn und ja, es kann nicht, sie kann nicht mehr ernährt werden und sie kann auch nicht mehr heilen. Und das ist ein Riesenproblem, dass die Haut im Alter immer dünner, immer wie Pergament wird. Und dem können Sie Abhilfe schaffen, wenn Sie Aminosäuren nehmen. Das ist sozusagen die Ernährung von innen. Und wenn Sie dann noch von außen so ein bisschen was drauf tun, dann hat Ihre Haut gute Chancen, dass sie jung bleibt. Dann gibt es vielleicht noch ganz kurz am Morgen ein paar Streckübungen machen. Natürlich wieder den Sauerstoff in den ganzen Körper integrieren, indem man spazieren geht, läuft, alles Mögliche tut. Sie müssen nicht riesig groß Sport machen, das ist gar nicht nötig, aber einfach den Körper durch Sauerstoff und durch Nahrung, durch Nahrungsergänzung einfach dehnbar und elastisch halten. Es ist ganz wichtig, dass Ihre Zellen ernährt werden mit den richtigen Bausteinen. Und dann haben Sie gar kein Problem. Dann bleibt die Haut jung. Sie können sich, auch in der Apotheke, können Sie sich ganz umfangreich über Aminosäuren informieren und in dieses Thema tiefer einsteigen, als ich das jetzt in meinem kurzen Video tun kann. Danke, dass Sie da waren und tschüss, bis zum nächsten Mal.